krass. Alter. Ich bin überwältigt. Was eine Hammer-Szene, ey. Wow. Wow. Gib mir deine Hand, ey. Wow. Ja. Sieht aus wie die Golden Gate Bridge. Wow. Oh mein Gott, ey. Leute, ist das geil. Wow. 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 Was ist das für ein Vogel? Sind echt schon übermächtige. Wow. Alter Scheiße. Wow. Oha. Dass dieser Vogelroboter irgendwas. Oha. Oha. Hohoho. Scheiße. Wieder dasselbe. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Hey, hallo? Was wollt ihr von ihr? Wir hatten eine Abmachung. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat. Echt, ey. Schliefere sie nicht aus. Ne? Wir bleiben hier drin. Oder? Dann mach ich halt auf. Anna? Ich soll dem Mädchen alles sagen, was sie was es hören will, solange sie nur mitkommt. Okay. Das kann ja was werden, ey, wenn wir jetzt die ganze Zeit so krass verfolgt werden und so. Süß. Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Okay. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, sie... Ich sagte, es geht schon. Ich... Geiler Blick. Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss... Ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Mr. DeWitt? Heiß ich nicht Booker oder so? Okay... Können gerade auch gar nichts beeinflussen. Was hier oben? Bin ich jetzt wieder auf der Erde? Irgendwie sieht man ja noch dieses Himmelreich. Oder ist das auch im Himmel hier? Ja, ne? Ne, ist das krass. Wo bist du? Elizabeth. Die ist eh in Richtung Musik gegangen, aber ich will mal kurz hier noch natürlich was abchecken. Ach du Scheiße, ich habe ja voll wenig Leben. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man Aha. wird mich einen Plagiator nennen. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Halt mal. Nein? Ich bin so Losatze. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Ja. Mit dem Ding könnten wir hier wegkommen. Okay.
Da gucken wir erstmal nochmal hier so. Battleship Bay. Ah, cool. Irgendwie ist das Bild nicht zentral. Hallo, kommt da auch noch was oder bist du hängen geblieben? Ach so. Toll, das war ja echt Hammer. Weißt du, alles Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Da kann ich aber auch nichts für, mein Freund. Da kann ich dir nicht helfen. Da muss ich doch schon selbst mit klarkommen. So. Ich nehme dir hier erstmal alles weg, ne? Ist ja in Ordnung. Denke ich mal. Hä? Wo bin ich denn jetzt lang gegangen? Achso, nee, ja doch, da muss ich her. Battleship Bay. Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Okay. Dann werde ich natürlich auch nicht mit gehen. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keine eine hübsche Badehose kauft. Danke. Wo ist er denn nur? Irgendwo hier muss er doch sein. Also dann, ihr seid stark. Stark. Weg da. Mann, Mister, wir arbeiten hier. Ich werde dich heiraten. Tut so, als wärt ihr Herkules. Du musst mir glauben. Jawohl, gut. Ich liebe sie nicht mehr. Es ist unglaublich, wie viele Männer, die ich kenne. Das Bälle! Ich kann sie ja nicht nehmen. Comstock wird die Vox erledigen. Wenn er sagt, er hat einen Plan, dann... Ah ja. Er wird die Vox erledigen. Ach nö, komm. Ich will jetzt nicht außen rumlaufen müssen. Oh. Ist das doof? Da ist er doch. Hab dich gefunden. Kleine. Hallo. Kleine. Ey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Haha. Diese verarschen. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Oh, riechen Sie das? Ja, das ich rieche es. Sand. Nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Ja, war meist vor mir schon drin. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Ach, das ist ein Bock. Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Wo bist du hin? Ach, da. Will nur mal kurz hier reingucken. Sieht fast aus wie ein echter Ozean. Dabei sind es nur raffiniert montierte Pumpen und Auffangbecken. Ja, ach. Wir sind echt wohlhabend, was? Na, komm mit. Chica. Nehmen wir erstmal hier Employees. Der Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Mach das mal. Dankeschön. Renn mal nicht so schnell. Mr. DeWitt, hier. Vogel oder den Käfig. Oder vielleicht den Vogel. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Schon gut. Hm. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich kann mich nicht entscheiden.
Ich mag den Vogel. Den rechten. Ganz sicher? Ja. Sicher. Sieht doch besser an dir aus. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott. Mein Gott. Ich verstehe das nicht. Sehen Sie. Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. Ach du heilige Scheiße. Ach, da oben waren wir drin, ne? Na dann komm mal mit. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Fingerspreizen. Hey, Hulle, zieh dir den an. Der ist halt richtig, wenn du mich fragst. Ach, das Ding ist versperrt. Scheiße. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? Ah. Hey, du bist cool. Schlösser zu knacken. Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Dann zeig mir doch mal, was du alles kannst. Komplizierte Arbeiten kann ich... Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Hier drüben. Ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ah, cool. Brauche ich allerdings leider nicht. Tut mir leid. Das kann ich gebrauchen. Hab Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Hey. Hey, Mister. Wir wollen Ihnen helfen. Hutgetriebe, Kopf. Du wirst schwieriger zu entdecken sein von automatisierten Geschützen. Okay. Da bei der Verlosung vorhin. Ohne sie werden wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie sie kommt. Ja, kein Ding. Wer auch immer Daisy ist, ne? Ich weiß es nicht. Nahkampf mache ich sowieso nicht so. Dann nehme ich lieber mal das her. Man kann also immer nur eins ausrüsten. Ich dachte, man hat alles automatisch gleichzeitig dran, so. Boah, ich habe jetzt bestimmt schon echt viel verpasst. Es ist ungefähr 7:30. Oh, danke. Kommen Sie! Lassen Sie sich mit unserem Landes... Irgendwie hier bemerkt uns gar keiner mehr, kann das sein? Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Oh, Verzeihung. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Wie die einfach immer weiter vorne ist als ich. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann einmal. Ich weiß. Hallo! Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, Scheiße. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister, Sie werden noch mit Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der Warterei. Was soll denn das? Au. Gehen Sie weg von mir. Au. Fuck. Zurück! Geht weg von mir! Sie machen ja echt